Das iPad Pro wurde Ende 2018 vorgestellt und seitdem wird es immer und immer mehr zu einer echten Alternative zu normalen Laptops und Rechnern. Man kann mit ihm surfen, mit ihm Videos schneiden. Und seit iOS 13 kann man mit ihm sogar ziemlich gut multitasken. Um das alles zu machen, braucht man auch die passende Hülle. In meinem Fall habe ich mich für die Timovo Smart Hülle entschieden und gegen das iPad Pro Smart Folio Cover. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es ähnlich hochwertig verarbeitet wie die Alternative original von Apple. Zum anderen spielt der Preis natürlich auch eine relativ große Rolle, denn die Preisdifferenz liegt bei ca. 50 bis 60 Euro. Die Hülle von Timovo kostet derzeit 17,99 Euro über Amazon. Und ich muss sagen, dass ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin, denn der Magnet hält sehr, sehr gut. Ich finde die Verarbeitung ziemlich hochwertig. Ich habe sie schon seit 2 Monaten in Benutzung und sie ist immer noch vollkommen in Ordnung und ich habe keine Probleme damit. Also sowohl hingestellt als auch flach bin ich sehr zufrieden. Abschließend muss ich sagen, dass ich in meinem Fall, ich habe ein iPad Pro 11 Zoll und die passende Hülle dazu, wirklich sehr zufrieden bin und es nur jedem weiterempfehlen kann. Wenn ihr das Video interessant fandet und euch mit der Empfehlung helfen konnte, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt.